Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Täter, und einen richtig guten Monatsanfang wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe in der Indexsektion der Formationstäter. Heute ist Freitag, der 1. März 2019 und der DAX vorbörslich, lass mich mal gucken, auf 11.576 Punkten. Jetzt, wir haben es jetzt gerade 7 Uhr und 32 Minuten und ich habe euch gestern nicht gesagt, yo, der DAX wird auf jeden Fall bei 11.400 Punkten nach oben laufen. Ich habe euch gesagt, bereits ab 11.400 kann der DAX schon wieder Unterstützung finden. Ja, der könnte auch vielleicht hier in Richtung 11.370 fallen und von hier aus wieder eine größere Wahrscheinlichkeit, dass er Stärke zeigt. Was ich euch aber gesagt habe, ist hier gerade nichts short, nix. Und dass der Markt hier an der Widerstandszone angekommen, das habe ich euch vor 3 Tagen gesagt, und dass er mehrere Tage in Folge gestiegen ist und dass es ihm gut täte, wenn er jetzt konsolidierte, um dann eine Fortsetzung zu machen. So, jetzt mit einer offenen Lücke machen wir ein neues Jahreshoch. Für den Fall, dass wir auch um 9 Uhr hier um und bei eröffnen sollten. Ein Rücksetzer in Richtung 11.530, 11.500 hat dann eine größere Wahrscheinlichkeit, hier in Richtung dieses Hochs zu laufen, 11.690, an diese begrenzende Linie ranzulaufen. Von hier aus dann die Situation komplett neu bewerten. Falls der DAX die Tiefs von gestern rausnimmt, was ich aktuell für deutlich weniger wahrscheinlich halte, eine Fortsetzung in Richtung 11.650, 11.690 ist deutlich wahrscheinlicher aktuell, dann würden wir einen Test der 200-Stunden-Linie bekommen bei 11.260 Punkten und hier in Richtung der steigenden 20-Tage-Linie bei 11.270 Punkten. Das hier ist aktuell wahrscheinlicher. Wenn wir im Vergleich dazu uns nochmal den MDAX angucken, ich hatte euch ja immer wieder gesagt, ich finde den MDAX auf der Long-Seite interessant, weil der länger konsolidiert. Der MDAX hat das Potenzial, offene Lücke, nochmal von oben in Richtung 24.440 Punkten, um dann im Anschluss eine Fortsetzung zu machen in Richtung 24.800, gegebenenfalls an die 25.000, an die 200-Tage-Linie. Man muss bitte wissen, dass der MDAX in Richtung einer aus meiner Sicht richtig starken und großen horizontalen Widerstandszone läuft hier. Hält, fällt durch, ist Widerstand und das ist dann schon eine echte Hausnummer, wo der MDAX hinlaufen würde. Und wenn wir gerade schon dabei sind, am Wochenende haben wir wieder für euch die große Wochenendausgabe mit Rückblick und Ausblick auf die letzte Woche, auf die kommende Woche. Da zeigen wir euch, welche Unternehmen die neuesten Zahlen bringen, welche wichtig sind und so weiter und was den Markt diese Woche bewegt hat und schauen dann auch Indizes übergreifend. Ich will euch noch ein kurzes Beispiel zeigen, nämlich zum Beispiel den Nasdaq und man sieht Folgendes, der Nasdaq schafft es ja auch oberhalb der 200-Tage-Linie zu konsolidieren und schafft es auch die 200 und die 20-Tage-Linie und die 7000 zu verteidigen und hat auch noch das Potenzial, nochmal eine Bewegung nach oben zu machen. Hier zum Beispiel in Richtung 7250 Punkten. Aber auch da, so langsam, ob es der Nasdaq ist oder ob es der S&P 500 ist, wir laufen in richtig große Widerstandszonen hinein. Und jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, in der nächsten Woche, ein Wochenschluss, deutlich oberhalb der, also nicht diese, nächste Woche, zum Beispiel beim S&P, deutlich oberhalb der 2850 Punkten, wird eher schwer werden für den S&P 500. Das heißt, diese Welle und nochmal eine Fortsetzung, ja, danach entweder wirklich viele Wochen Seitwärtskonsolidierung oder eher nochmal ein Pullback und dann zum Beispiel beim S&P 500 zumindest in Richtung der 200-Tage-Linie. In diesem Sinne, habt einen richtig erfolgreichen Handelstag und ich hoffe, ihr freut euch. Am Wochenende haben wir die große Ausgabe mit Überblick der News und was kommende Woche auf uns wartet. Ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein, das Video zu bewerten und ich mach's mal wieder morgens kurz, knapp und knackig. Gehabt euch wohl.